Nur ein paar Anmerkungen zum Artikel von Telepolis, wo es über Nietzsche und Marx ging. Die Anmerkungen wären aber, falls sie zutreffen, sehr tief und weitgehend. Karl Marx war Hauslehrer bei den Rothschilds in Wien, was wohl zeigt, dass er anders als sein bekannter Text gegen die Juden zumindest nichts gegen sie hatte, wenn er von ihnen bezahlt wurde. Worüber ich aber schon lange spekuliere, ich mutmaße das aus den Fakten der bisherigen Geschichte, besonders den gegenwärtigen Geschehnissen, ist, ob nicht sein Kapital, sein Hauptwerk, vielleicht eine Auftragsarbeit der Rothschilds war. Es wird zumindest behauptet. Doch warum sollte eine der reichsten Familien der Welt derartiges finanzieren? Nun, Marx sollte den Kapitalismus wissenschaftlich sezieren, die Entwicklung immer größerer Macht- und Geldkonzentrationen als Gesetzmäßigkeit beschreiben und dessen Überwindung zu einem sozialistischen Paradies als zwangsläufige Entwicklung darstellen. Also, wenn die Haifische alle kleineren Fische aufgefressen haben, dann hätten sie ja den Besitzlosen in die Hände gearbeitet und diese bräuchten die Superreichen nur noch zu enteignen und dann wäre das Paradies erreicht. Die Vermutung geht also dahin, dass Marx die Arbeiterschaft in eine falsche Richtung lenken sollte. Hin ins Reich der Chimäre Kommunismus, das mit dem Gewicht von einem Meter gebundener Wissenschaft, die dem Volk so unverständlich ist wie das lateinische Geplapper der Pfaffen. Warum? Damit sie nicht mehr die erreichbaren demokratischen Ziele verfolgen, wie es eine vielfältige bürgerliche Welt mit breit verteiltem Eigentum, Gewerben und Genossenschaften wären. Was ja seit jeher der schlimmste Albtraum des Großkapitals ist. Da erschien es vielversprechender, die Volksmassen zu ideologisieren, sie in Linke und Rechte zu spalten und sie mit einer Art neuer Religion auf einen neuen Irrweg zu schicken und das für ihre Beherrschung nötige Gegeneinander zu schaffen. Weitere Indizien für diese Theorie: Schließlich hatte man mit der jüdischen Religion des Christentums über Jahrhunderte Ähnliches erfolgreich praktiziert. Die Menschen auf das Jenseits vertröstet und mit Eintrittsregeln dafür im Diesseits diszipliniert. Dazu die imperiale Missionierung erfolgreich vorangetrieben, was damals wie heute im Interesse des Kapitals liegt. Auch mit einer anderen Heilsfigur, Mahatma Gandhi, war man erfolgreich. Das Empire war nach dem Ersten Weltkrieg ziemlich am Ende und mit Gandhis friedlicher Revolution wurde das menschenreiche Indien ohne britische Truppen stillgehalten und stand weiter zur Ausbeutung offen. Gandhi kritisierte deshalb auch nie das indische Kastenwesen, das ja das schlimmste Unterdrückungssystem des Globus ist, was ich als starkes Indiz für meine Behauptung werte. Auch die französische Revolution wurde vom Kapital finanziert und der ihr folgende Kaiser Napoleon sollte Europa unterwerfen und zu einer leichter ausbeutbaren Freihandelszone machen. In Russland, an dem Napoleon scheiterte, hatte es 1917 schließlich doch noch geklappt, auch wenn die 70 Jahre lang unter falscher Fahne ablief, denn die einst gerufenen Geister verhinderten so lange den offenen Kapitalismus, taten in etwa das, was heute aktuell im Schatten Coronas bei uns geschieht. Sie enteigneten nicht nur die früheren Feudalherren, sondern auch die kleinen Bauern und Gewerbe, denn nach dem Zusammenbruch des Sowjetreiches fuhr das Kapital die Ernte ein. Es brauchte sich dabei nicht mehr selber zum Buhmann zu machen und zu stehlen und zu enteignen. Das hatten linke Ideologen für sie erledigt.
Aber dieses Einbringen der Ernte dauerte der Hochfinanz zu lange, weswegen man zwischenzeitlich Hitler losschickte, aber auch diesem Bluthund gelang es nicht, die abtrünnig gewordenen Bolschewiken zu beseitigen. Falls dies alles die wahren Hintergründe ein wenig erleuchten sollte, bleibt die Frage nach China. Wer hat Mao finanziert? Wurde er von denselben Interessengruppen finanziert? Warum? War es auch das internationale Kapital, das China ja zuvor schon 100 Jahre lang vergewaltigt hatte? China hatte ich lange nicht auf dem Schirm, doch seit seiner Beteiligung an der Fake-Pandemie kann man sich solcher Verdächtigungen nicht mehr erwehren. Die kommunistische Führung hat das Land geradezu in den idealen Staat zur Übernahme für internationale Großkonzerne entwickelt. Nirgendwo sonst weist die Bevölkerung so sehr die Attribute auf, wie sie sich Plutokraten erträumen. Denn die brutale Untertanenerziehung durch Überwachung, soziales Belohnungssystem und so weiter brechen allen Individualismus und erfüllt so geradezu die feuchten Träume des Großkapitals. Wenn wir heute sehen, wie die westlichen Rattenfänger von Big Money die chinesischen Verhältnisse zu imitieren suchen, zu bewerben suchen, etwa Schwabs Ankündigung, in 10 Jahren wird euch nichts mehr gehören und ihr werdet glücklich sein, dann begründet das mehr als einen Verdacht. Warum aber dann das verschärfte Säbelrasseln durch die USA, Britannien mit seiner australischen Kolonie? Ja, neuerdings sogar konkrete und datierte Kriegsdrohungen durch Biden. Das deutet auf den Versuch einer gewaltsamen Übernahme dieses Traumlandes durch das Kapital hin. Chinesische Verhältnisse als Modell für den Rest der Welt. Die Parteibonzen werden dabei schon nicht zu kurz kommen. Aber vielleicht irre ich mich, was ich sehr hoffe. An dieser Stelle kehre ich wieder zu Marx zurück und zum Antisemitismus, einem der unglücklichsten Begriffe überhaupt. Marx war eng verbunden mit dem jüdischen Nationalisten Moses Hess, der ihm wohl ein Mentor war. Ein bekannter Spruch von Hess: Die gesamte Geschichte hat sich bisher um Rassen- und Klassenkampf gedreht. Dieser Spruch findet sich auch bei Engels wieder. Zitat: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Hess schrieb den Antisemiten auch eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt der Juden zu, in dem Sinne, dass man äußere Feinde brauche, um die Herde zusammenzuhalten. Auch heute gibt es von Rabbis unglaubliche Aussagen zu diesem Thema, die Hitler als einen von Gott geschickten Teufel sehen, der eine Weile erfolgreich ihre Vermischung mit anderen Kulturen verhinderte. Mischehen und Assimilation wurden von einem israelischen Minister in unseren Tagen sogar mit einem neuen Holocaust verglichen.